Jetzt sind alle Pferde startklar und Boxen auf. Start ist in diesem Moment erfolgt. Am schnellsten war Domenico auf den Beinen. Übernimmt sofort das Kommando dahinter. Avantar in zweiter Position mit Hardewin weiter außen. Und noch weiter außen verbessert sich dann auch sofort Heinz Henry mit in die vordere Linie. Und jetzt kommt Lola Montes. Lola Montes übernimmt jetzt das Kommando vor Domenico Avantar. Dahinter Hardewin mit Heinz Henry im Gefolge. So geht es die Gegenseite herunter. Und Lola Montes führt vor Domenico, vor Hardewin. Dahinter dann ist es Avantar auszumachen, vor Allegretta, die ebenso in vorderer Linie mit galoppiert. Lola Montes und verändert Domenico Avantar dahinter als Dritter. In vierter Position Allegretta ganz innen mit Heinz Henry, Hardewin weiter außen, dahinter dann Pascalita, am Schluss des Feldes Ballendinas hinter Fidelia. So ging es am Scheitelpunkt des Schlussbogens vorbei, das Feld ist jetzt bereits weit auseinandergezogen. Ballendinas fällt hier bereits aus dem Rennen, Lola Montes bringt das Feld jetzt dann in die Zielgerade hinein. Außen lässt sich Avantar mächtig anfassen zwischen den Pferden Domenico. Dahinter rückt dann Heinz Henry sofort mit in die vordere Linie und auch Pascalita erscheint jetzt vorne. Lola Montes ist vorne, Lola Montes mit Domenico an der Innenseite, Pascalita und aus kommt jetzt Heinz Henry und vorne ist Domenico mit Heinz Henry und Pascalita, diese drei setzen sich jetzt etwas ab vom Feld, dahinter rückt Hardewin nach, Pascalita geht nach vorne, Pascalita vor Domenico und vor Heinz Henry an der Außenseite, Pascalita ist vorne, Pascalita auf den letzten 150 Metern, Domenico kommt aber noch einmal heran, Pascalita noch 120 Meter, Pascalita ist vorne und auf der Siegerstraße, Pascalita gewinnt gegen Domenico und gegen Heinz Henry. Auf dem vierten Platz bleibt Lola Montes, dann der Debutant Ballendinas, der hier stark debütiert, dahinter Hardewin, Allegretta und dann ist es erst Fidelia vor Avantar. Wir haben den vorläufigen oder den endgültigen Richterspruch, besser gesagt. Siegerin ist die 9 Pascalita mit Sibylle Vogt. Auf dem zweiten Platz war die 3 Domenico und Burjan Mosabayev. Und auf dem dritten Platz die 5 Heinz Henry mit Andreas Helfenbein. Viertes Pferd war die 8 Lola Montes. Und auf dem fünften Platz Ballendinas. Die Siegerin Pascalita zahlt 4,30 Euro auf Sieg und 1,40 Euro auf Platz. Für die 3 Domenico gibt es 1,30 Euro auf Platz und die Platzquote der 5 Heinz Henry ist 1,10 Euro. Die Zweierwette 9,3 zahlt 20,30 Euro und die Dreierwette 9,35, da gibt es 25,40 Euro.